Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus. Mein Name ist Klaus Schröder. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Deutschen Marinemuseum. Heute möchte ich Ihnen den Antriebsstrang des Kleinst-U-Boot Seehund vorstellen, den wir in unserer derzeitigen Sonderausstellung zum Kriegsende 1945 vorstellen. Das dazugehörige Kleinst-U-Boot vom Typ Seehund finden Sie bei uns im Foyer. Es ist also das Erste, was Sie wahrnehmen, wenn Sie zu uns ins Museum kommen. Das Boot mitsamt dem Motor wurde 1998 in der Ostsee geborgen, wo es 1944 während einer Ausbildungsfahrt untergegangen ist. Für eine Gesamtgeschichte des Seehundes bzw. auch unseres Bootes empfehle ich Ihnen das Video bzw. die erste Folge unserer Videoführung, die wir oben rechts einblenden. Jetzt aber zum eigentlichen Motor. Der vordere Teil dieses Antriebsstrangs besteht aus einem LKW-Motor. Und dabei handelt es sich um einen 60 PS Viertaktmotor vom Typ NAG LD6 der Firma Büssing. Hinter diesem Motor ist dann eine Kupplung geschaltet und dahinter ein Elektromotor. Und diese Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektromotor ist im Prinzip die ganz typische Kombination, die man auch auf den großen Booten, die Kriegsmarine benutzt hat, vom Typ 7 oder Typ 9 finden würde. Und wie jeder Verbrennungsmotor war auch der Dieselmotor auf Luftzufuhr angewiesen. Das heißt, er konnte bei Überwasserfahrt betrieben werden oder war bei Schnorchelfahrt nutzbar. Bei größeren Tauchtiefen wurde auf den Elektromotor umgeschaltet und dieser, also der Elektromotor, lief oft während der Dieselfahrt als Generator mit. Dadurch konnten die Batterien geladen werden, die eben bei der Unterwasserfahrt den Elektromotor wieder angetrieben hätten und außerdem fungierte der Elektromotor auch als Anlasser. Der Antriebsstrang aus Dieselmotor, Kupplung, Elektromotor und dem ganz hinten sichtbaren Drucklager ruhte auf einem Gestell aus Doppel-T-Trägern. Wie bei Flugzeugen, wie zum Beispiel dem Starfighter, ermöglichte es dieses Gestell, das gesamte System aus dem geöffneten Heck des Seehundes herauszuziehen, um es zu warten oder auszutauschen. Lediglich die Füße, auf denen das Gestell jetzt steht, wurden nachträglich hinzugefügt, um es besser ausstellen zu können. Wie bewährte sich diese Technik aber in der Praxis? Der Motor, der Dieselmotor, war ursprünglich 100 PS stark gewesen, wurde aber auf die erwähnten 60 PS gedrosselt, weil die ursprünglich erzeugte Antriebsleistung die Boote ständig unterschneiden ließ. Wie auch bei den größeren Booten war die Schnorcheltechnik im Seehund ebenfalls nicht ausgereift. Schnitt das Schnorchelventil unter, kam es zu Unterdruck im Boot, weil der Diesel die Luft dann direkt aus dem Inneren saugte. Gegenüber den großen Booten war aber der Seehund so klein, dass die gesundheitsschädlichen Effekte, die sich auch langfristig auf den großen Booten zeigten, viel schneller auftraten. Lungenrisse konnten die Folgen sein, während Probleme an der Abgasanlage zu Kohlenmonoxidvergiftung führen konnten. Nicht vergessen darf man auch die Lärmbelastung in den engen Metallröhren der Seehunde. Der LI, also der leitende Ingenieur, saß praktisch mit dem Rücken am Dieselmotor. Zusätzlich zu diesen konzeptionellen Problemen kamen die hohen Anforderungen an die Besatzung. Die Besatzung auf den Seehunden bestand aus genau zwei Mann, dem Kommandanten und dem erwähnten leitenden Ingenieur. Dieser LI steuerte die Maschine über eine Vielzahl von Seilzügen, Handrädern und Hebeln. Die Betriebskunde, das heißt also die Vorschrift für den Betrieb eines Seehundes, zeigt, wie komplex etwa das Umschalten von Diesel auf Elektromotor war. Parallel dazu musste der LI zum Beispiel beim Alarmtauchen auch das Fluten der Tauchzellen steuern. Und wenn Sie diese Tätigkeiten mit der Kopfzahl des Personals in der Zentrale eines größeren Bootes vergleichen, wird deutlich, was das für einen Stress für den LI bedeutete. Angesichts der Tatsache, dass dieser oft bis zur Hüfte im eiskalten Wasser saß und in dieser Position tagelang verharren musste, wird deutlich, warum viele Seehunde bereits durch Unfälle verloren gingen. Aus diesen Anforderungen an den LI, aber auch an den Kommandanten bei den tagelangen Fahrten, wird deutlich, warum sich die Geschichte der Seehund wie der gesamten Kleinkampfverbände der Kriegsmarine überhaupt nicht ohne Pervitin erzählen lässt. Wir haben dazu bereits ein Video gemacht, hier deshalb nur so viel dazu. Obwohl die Wehrmacht aus der ersten Kriegshälfte bereits wusste, wie schädlich diese Droge war, stellte die Kriegsmarine den Angehörigen der Kleinkampfverbände diese Droge zur Verfügung,
Anders als unter dem Einfluss eines Methamphetamins waren diese Einsätze offenbar überhaupt nicht durchzustehen. Häufig hört man von der Bewunderung gegenüber den Entwicklern der Seehunde, sie hätten in kürzester Zeit ein ganz neues Waffensystem entwickelt. Das mag stimmen. Den Preis für diese sogenannte Rekordleistung zahlten allerdings die Besatzungen. Bereits der Blick auf den eben vorgestellten Antriebsstrang zeigt, wie unausgereift dieses Kampfmittel, das Kleinstboot Seehund, eigentlich war. Und diese Mittel des letzten Augenblicks, die eben durch die Kleinkampfverbände der Kriegsmarine in ganz unterschiedlicher Zahl und Form eingesetzt wurden, wirft einen bezeichnenden Blick auf die Hybris des NS-Systems. Denn dieses hatte hochtrabende Pläne von Wunderwaffen, die unter menschenverachtenden Bedingungen realisiert werden sollten, aber gleichzeitig gab es nicht genügend Ressourcen, um selbst Kleinst-U-Boote ohne Konstruktionsfehler herzustellen. Ich hoffe, diese Folge von Im Fokus hat Ihnen gefallen. Es ging um den Antriebsstrang des Kleinst-U-Bootes Seehund. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne unten in den Kommentaren oder auch in unseren anderen Social-Media-Auftritten auf Twitter, Instagram und Facebook. Wenn Sie über weitere Videos aus dieser Reihe, aber auch aus anderen informiert bleiben wollen, dann abonnieren Sie uns gerne und drücken Sie die Glocke. Ich sage auf Wiedersehen.